So, liebe Medienvertreter, dann darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Hier oben auf dem Podium begrüße ich unseren Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz und Konrad Fünfstück. Und ich übergebe das Wort dann auch direkt an Stefan Kunz, der die Neuigkeiten verkünden wird. Ja, wir haben gestern Abend, wie der Costa das in der Pressekonferenz schon angekündigt hat, uns zusammengesetzt. Und er hat natürlich dann nicht nur einen Abwärtstrend in den letzten Spielen erkannt, sondern dann auch die zunehmend schlechte Stimmung um den Verein und einfach auch aus Verantwortungsbewusstsein dem FCK gegenüber hat er mir dann gesagt, dass er zurücktritt, um dann mit einem neuen Impuls vielleicht den Dreh wieder reinzukriegen. Wir haben relativ lange diskutiert über das, was gelaufen ist, inwiefern ein Trainer für individuelle Fehler von Spielern dann auch verantwortlich gemacht werden kann. Aber es war dann auch sein Wunsch, den wir dann auch angenommen haben und haben seinen Rücktritt akzeptiert. Dann war eine logische Konsequenz, wenn wir von unserer Philosophie beim FCK sprechen, dass wir junge Spieler ausbilden und weiterbilden möchten, dass wir dasselbe natürlich mit Trainern auch vorhaben. Das war auch damals auf der Suche nach einem U23-Trainer und NLZ-Leiter auch schon der Fall. Konrad Fünfstück hat dann in den letzten Jahren hervorragende Arbeit bei unserer U23 verrichtet, kennt natürlich sehr viele Spieler, auch die Art und Weise, wie jetzt dann auch gerade letzte Woche mit Klich und Czolak zwei Spieler unten gespielt haben und sich gezeigt haben, beweist, dass der Conny den Zugang zu den Spielern hat und auch das, was er gestern Abend dann dargelegt hat, wie er die Situation sieht und wie er gerne die nächsten Wochen und Monate beim FCK gestalten möchte, hat dann dazu geführt, dass wir uns für Konrad Fünfstück als neuen Cheftrainer für das 1. FC Kaiserslautern entschieden haben. Konrad wird begleitet von seinen Co-Trainern, von Marco Grimm und von Bastian Becker. Wir haben dann gleichzeitig Oliver Schäfer als Cheftrainer der U23 begeistern können. Hierzu denkt Ilja Krujev noch mal eine Nacht nach und wird dann wahrscheinlich den Oliver da auch bei der U23 begleiten. So viel zu den personellen Veränderungen. Dankeschön, Stefan Kunz. Und dann freuen wir uns jetzt auch über die ersten Worte unseres neuen Cheftrainers, Konrad Fünfstück. Conny, bitte. Ja, zunächst mal schönen Nachmittag an Sie, liebe Medienvertreter. Ich freue mich hier als neuer Cheftrainer in Kaiserslautern tätig sein zu dürfen. Vorab auch meinen Dank an Costa Runjajc und sein Trainerteam. Als U23-Trainer war es eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit ihm und wünsche Costa alles erdenklich Gute und natürlich Oliver viel Erfolg bei der U23. Ja, natürlich, der gestrige Abend hat mich auch ein bisschen überrascht, wie, glaube ich, die meisten hier, vom Spielergebnis und dann auch von der Art und Weise. Und habe dann gestern Abend ein langes Gespräch gehabt mit Stefan Kunz und wir haben dann die Situation analysiert und er hat mich nach meiner Meinung gefragt. Und ja, nach einigen Minuten des Analysierens zusammen kamen wir dann eben zu der Entscheidung, dass viele Spieler, die ja schon im Kader der Lizenzmannschaft dabei sind, auch schon in der U23 dabei gewesen sind. Und auf die Frage dann letzten Endes, ob ich mir diese Position vorstellen könnte, habe ich ihm dann natürlich auch geantwortet, dass ich dem Verein hier zur Verfügung stehe. Dankeschön, Konrad Fünfstück. Die Kollegen haben gerade die Pressemeldung dazu verteilt. Da finden Sie alle Informationen und zudem auch noch eine längere Aussage von Costa Runjajc.